Ihr sammelt also Dinge, die den Tod verursachten von verschiedensten Personen. Wie den Apfel dort drüben. Er ist eingegossen in Butter als Konservierung. Aber die arme Frau war wohl gegen den Saft nicht ganz gefeit. Außergewöhnlich, nicht wahr? Ein sehr skurriles Hobby. Und ihr denkt, dass das Schiff oder Teile davon den Tod bringen? Jetzt ja. Nun, da habt ihr nicht ganz unrecht. Der Handel ist erfüllt. Geht zu Garlic Willmann, wenn ihr mögt. Ich habe nichts weiter mit euch zu besprechen. Nun gut, so sei es. Ich denke, wir werden uns vielleicht in Zukunft noch einmal treffen. Ich glaube nicht. Na, die Zukunft ist ungewiss. Mit einem schaurigen Gefühl kannst du dich wieder umdrehen und gehst durch die Gänge mit den Fingerabdrücken. Jeder davon ein Unikat. Warum auch immer. Ich such mal wieder diesen Diener wahrscheinlich. Der wahrscheinlich hinter der Tür wartet vielleicht? Keine Ahnung. Ja, du irrst so ein bisschen durch die Gänge umher, völlig alleine und verlassen, dann eine Schwärze und eine Finsternis trotz dieser Lumineszenz, die diese Gänge erfüllt. Und nach einer geraumen Zeit kannst du hinter dir plötzlich den Schatten auftauchen und erkennen. Ihr wollt jetzt zu Garlic Willmann. In der Tat. Folgt mir. Und er führt dich, wie auch schon zu Lamin und Boltax, zu diesem merkwürdigen, gewaltigen Raum. Durch eine Schleuse trittst du ein. Er kontrolliert noch einmal, ob du frei von jeglicher Symbolik bist und weist dich noch einmal darauf hin, dass du keine Zahlen nennen sollst. Sonst geschieht Schlimmes. Dann öffnet sich diese weitere Tür, die zweite Tür wieder und du kannst den gewaltigen Saal betreten, dieses Rondell mit den Leuten, die Symbole einkratzen, mit den Lichtern, die von oben aus dem Himmel herabhängen, aus der Schwärze, aus der Finsternis und dort in der Mitte steht, als würde er diesen Raum nie einmal verlassen, Garlic Willmann. Er ist dort alleine. Ich würde die Hände hinter dem Rücken verschränken und geht dann ein Wendeltrepp runter oder was? Nein, es ist eine Brücke aus Metall, die in die Mitte eines Rondells führt und du läufst dann zwei Stockwerke über dem Boden, läufst du dann über diese Brücke, wo es dann eben in der Mitte dann dieses Rondell gibt. Wie gesagt, dann die Hände mit dem Rücken verschränkt und ich würde langsam auf Garlic Willmann zugehen. Möglichst viel Geräusche verursachen. Seid gegrüßt. Ihr seid immer noch mit eurer Wissenschaft beschäftigt? Wir beobachten. Immer. Das ist gut. Aufmerksamkeit ist wichtig. Nun, was seht ihr? Ihr habt einen großen Fehler begangen. Nun, das wäre ja nicht mein erster und wahrscheinlich auch nicht mein letzter. Wohl nicht. Er wurde niedergeschrieben. Nun, die Zukunft, wie man sie kennt, wie man sie erzählt, ist ungewiss. Bei einfachen Augen mag sie ungewiss erscheinen. Doch wir sind alle durch Schicksalsketten gebunden. Nun, dieses Schicksal kann man beeinflussen. Die Zeit, so wie ich sie verstehe, ist doch wohl eher ein Kontinuum. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, singen alle miteinander zusammen. Ordnung, Stillstand, der Lauf der Welt, der festgeschrieben wird. Urgrund, Ort, wo Kar schwimmt. Nun, wenn man die Vergangenheit kennt, kann man in gewisser Weise die Zukunft eingrenzen. Nicht wahr? Ich kann aus der Vergangenheit lernen.
Nun, wenn man die Vergangenheit ändert, ändert man die Zukunft, nicht wahr? Ich weiß, was ihr vorhabt. Und ich kann euch eventuell helfen. Interessant. Die Segel eures Schiffes sind aus Träumen und Wünschen gewebt. Ihr wisst bereits, dass ihr diese Reise antretet. Ja. Die Seiten eures Buches sind schwarze Seiten. Sie sind nicht weiß. Nun ja, die Farbe ist ein interessantes Indiz. Die Götter treiben ihre Spiele mit uns. Doch wir sind unabhängige Wesen. Die großen Widersacher, sie lauern hinter den Sternen. Und die Zeit war nicht immer so, wie sie jetzt ist. Ich vermute, das Wesen des Satinath war einmal größer, als sie jetzt ist. Satinath sieht nicht alles. In der Tat. Habt ihr euch nie gefragt, warum er nicht alles sieht? Ich weiß, warum er nicht alles sieht. Nun, wenn ihr mir eure Sichtweise darlegen könntet? Im Limbus gibt es keine Zeit. Nun, der Limbus ist nur eine Verbindung zwischen den Sphären. Und deswegen existiert dort keine Zeit. Man ist nicht an die Gesetze gebunden. Interessant, nicht wahr? Warum? Warum gibt es keine Zeit im Limbus? Sie wurde dort nie erfunden. Nun, das ist eine Möglichkeit. Das zwölfgöttliche... Nun ja, Pantheon... Und ihre Niederschriften berichten doch, dass der Herr der Zeit an das Weltschiff gebunden wurde. Ich frage mich inzwischen, ob dies wirklich so wahr ist. Sein Bug spricht, weist in die Zukunft und heißt Hoffnung. Seine Decksplanken heißen Gegenwart. Und am Ruder stehen Klugheit und Weisheit. Die Vergangenheit kennen. Nun ist in den Chroniken heißt es, los zwang Satinath an diese Ketten. Habt ihr euch nie gefragt, warum? Nur weil er den Urgrund retten wollte, Sumu selber. War es wirklich so geschehen? Oder etwas völlig anderes? Wenn die Zeichen zu deuten vermögt, dann werdet ihr diese Antwort finden. Wir haben sie gefunden. Und er blickt dabei wieder runter auf das Sternmeer unter sich. Deutet allerdings auf nichts. Das wäre fatal. Ich bleib noch ganz weit neben stehen und betrachte auch diese Linien und Symbole. Sag das mal gar nichts. Du genießt einfach, wie unter dir Menschen, ob es Menschen sind, Kreaturen, Wesen, Personen, wie sie dort in den Stein hineinkratzen und die Runen und Glyphen erfüllt werden von einem unheiligen Leuchten. Und so steht ihr da, ohne dass die Zeit verrinnt, weiß nicht, wie viel Zeit verronnen ist, sie in diesem Raum existiert. Ohne eine Verabschiedung kannst du dann wieder von ihm gehen, er wird auch nichts mehr sagen und kannst dann wieder zur Schleuse gelangen, wo dich der Diener, wenn es einer ist, wieder empfängt. Und die zweite Tür wieder öffnet, um dich nach draußen zu lassen. Je nachdem ich draußen bin, würde ich mal einen Blick auf meinen Chronometer werfen. Hingeblieben. Interessant. Ich schaue mich nochmal zum Haus um. Ich glaube, das ist nicht der letzte Besuch hier. Und würde dann ganz gemächlich zurück zu Raffin schleichen. Ja, Rafim, Diamantis, ihr könnt erkennen, wie Abelmir nach, ich würde sagen, 5 Minuten, Rodrigo de Lazar war eben kurz hier, aber
Warum auch immer er jetzt schon wieder zurückkommt. Hat er dort im Garten keinen getroffen oder? Relativ schnell wieder draußen. Ach, Kapitän, das ging ja schnell. Schnell? Wie viel Zeit ist vergangen? Ja, ein Augenblick, ihr seid doch. Habt eben erst die Waffen abgegeben. Mhm. Ja, wir haben ein kurzes Gespräch geführt. Seid ihr nicht reingekommen? Doch. Aber. Egal. Ich habe eine Übereinkunft mit Vareno Willmann. Er wird abdanken. Sehr gut. Gut, wo sind die anderen? Ja, die sind noch am Sprechen. Ihr wart ja nur ganz kurz weg. Ja, gut. Ja, danke. Gib mir die Kleider am besten zurück. Ja, natürlich. Ich habe auch für euch eine Überraschung. Aber das erzähle ich euch erst, wenn die anderen da sind. Ah, gut. Ich würde mir ja die Robe anziehen und mein Säbel wieder gürten. Dann kann Boltax nach einem langen Gespräch mit Dolgur Kugris wieder bei den anderen beiden eintreffen und wir betrachten wohl immer noch die Kanone, die Rotze. Korragon hat da wohl eine ganze Menge zu erzählen. Nun, ich kann euch natürlich nichts versprechen, aber wenn ihr wollt, kann ich sicherlich ein gutes Wort bei Albrax für euch anbieten. Jalan! Oh, Boltax! Oh, das war ein wunderbares Gespräch, was ich mit eurem Dolgur Kugres gehabt habe. Jalan, ihr müsst mir unbedingt einmal erzählen, wie ihr das heilige Artefakt der Buchhornkirche zerstört habt. Jalan sieht aus, als hätte er eine Zitrone gebissen. Fängt sich dann einen Moment später wieder. Habt ihr schon einen Termin bei seinem Anverwandten ausgemacht? Oh ja, wie ihr solltet? Wir können gerne direkt nach oben gehen. Das haben wir innerhalb der ersten paar Minuten geklärt gehabt. Dann haben wir uns noch lange und breit über interessante Themen ausgetauscht. Er hat eine sehr interessante Theorie. Dann gehen wir doch. Ich schieb ihn ich drehe ihn so ein bisschen oben an den Schultern und schieb ihn dann leicht vor mir her. Gehen wir doch. Du kannst auf dem Weg reden, ja? Ich bin mir sicher, draußen steht sich auf ihm schon die Beine in den Bauch. Ja, wir sollten. Korragon, macht's gut. Es war mir eine Freude, euch zu treffen. Ja, sie, Signore. Ich freue mich, dass ihr mit meiner Familie eine gute Zeit hattet, ne? Einen Inquisitor zu treffen ist immer eine ganz besondere Angelegenheit, ne? Ja, ja, ein netter Mensch, durchaus. Der Glaubensbewahrer. Ja, und dann geht's hoch zu Salix. Ja, wieder einmal werdet ihr von zahlreichen Dienern nach oben geführt und je höher ihr tretet, die Stockwerke, desto heller werden die Gewänder. Eben bei den Willmanns alles in schwarz. Hier sind die Roben dann auch von den Dienern wohl irgendwie mit Gold bestickt, habt ihr das Gefühl? Und teilweise auch irgendwie goldene Platten an die Wände gehämmert, bis es dann alles in einem strahlenden, gleißenden Licht euch hier flutet und ihr tretet dann auf irgendwie rotem Teppich, wo auch immer der jetzt herkommt, aber das ist kein richtiger Thronsaal, aber ein großer Tisch, an dem eine Person sitzt, die euch anblickt und es ist keine Greifenmaske aus Gold, aber es sieht so aus, als hätte er eine Art zweites Gesicht aus Gold über sich gelegt. Jana kann das nicht wirklich greifen, also so eine richtige Maske ist das gar nicht. Sieht merkwürdig aus. Also mehr wie Farbe? Vielleicht ist das Farbe, ja. Also oh, wie, so wie meine Hand damals aussah? Es ist irgendwie nicht ganz greifbar. Also sein Gesicht ist golden, aber seine Mimik ist auch. Also, das muss der reichste Mann Aventuriens sein, wenn man den Gerüchten zumindest vertrauen darf. Störebrand hat sowas nicht und die Dachmanis haben sowas nicht. Auch die Mondsilbervisierer sieht so nicht aus, aber die Züge des Gesichts sind sein Bart nachempfunden, der da wohl auch irgendwie vergoldet ist. Es ist halt ein Abbild aus Gold, was vor euch sitzt. Ihr müsst Alex Kugels sein. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Er nickt. Nun, wenn ich einmal vorstellen dürfte, die sind Jalan und Zulamin. Verneige mich nur kurz. Er nickt ebenso.
Nun, wie ihr vielleicht schon gehört habt, kommen wir in gewissem Auftrage hierher. Nun, wir brauchen, seien wir ehrlich, Geld. Und ihr habt viel Geld und deshalb dachten wir, wenden wir uns vielleicht an euch, weil ihr offensichtlich ein kluger Mann seid und wisst, Investitionen zu tätigen. Lasst mich erst ausreden. Also, denkt einmal darüber nach. Ich habe viel Positives von euch gehört hinsichtlich eurer Geldanlagestrategie. Ihr macht diese Versicherung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert, aber es scheint sich so auszuzahlen, dass ihr niemals dabei Geld verliert. Aber die Frage ist, wie lange könnt ihr von dem Geld etwas erwerben, was euch zufriedenstellt, wenn die Handelswege nach Al-Anfa durch eine, nun sagen wir nicht näher spezifizierte Gefahr seitens einer schwimmenden Heptarchie zum Beispiel beeinträchtigt wären. Das würde sich ja negativ auf den ganzen Markt auswirken, denn dadurch würde natürlich das Angebot verknappt und die Nachfrage steigen, was dazu führen würde, natürlich ihr könntet euch weiterhin Sachen leisten, aber gewisse Sachen verschwinden auch einfach vom Markt und das wäre ja nicht in eurem Sinne, denn mit diesen Sinnen könnte man dann kein Geld mehr verdienen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr investiert Geld in uns, damit wir das Ganze schützen. Wir zerstören die schwimmende Heptarchie, ihr gebt uns Geld und alle sind glücklich. Oder ich investiere in die Heptarchie. Na, das könnt ihr natürlich. Was? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Nun, euch ist sicherlich bewusst, Nachrichten sollten bis hierhin durchgedrungen sein, dass die Heptarchie auf dem absteigenden Ast ist. Und dass der Heptarch so etwas wie einen persönlichen Groll gegen eure Stadt hegt. Ich weiß nicht, ob er mit Geld zu kaufen ist. Er spricht von Geld. Was wollt ihr ihm denn anbieten? Legt sein Kopf schief. Nun, jedenfalls wäre es doch ein sehr unweises Investment, wenn ihr auf das verlierende Pferd setzen würdet. Ich verliere nie. Nun, seht ihr? Dann investiert in uns. Ihr wettet ja auch nicht auf eine Iman-Mannschaft, die seit 3 Spielen keinen einzigen Korb mehr geworfen hat. Ja, das ist traurig für Totschlag Trobrien gewesen. Das hätte sie besser eingeschätzt. Aber wahrhaftig bitte. Ja. Das ist euer Geheimnis, nicht wahr? Nur wer nicht spielt, verliert niemals. Ich kann euch eine Versicherung anbieten. Das meine ich. Ihr habt nicht gewettet. Ihr habt ein anderes Spiel gespielt als die anderen. Und was wird ihr geneigt zu versichern? Eure Leben. Also erzählt mir mehr. Solltet ihr sterben, verdient das Haus. Und sollten wir leben? Sollte Palinan sterben, gewinnt das Haus. Ihr könnt eine Anleihe das Leben von Palinan kaufen. Nein, nein, ihr habt uns missverstanden. Wir wollen nichts kaufen, wir wollen Geld von euch haben. Lasst den Mann vielleicht ausreden, hm? Ich bin mir sicher, er wird uns jetzt erklären, wie wir davon profitieren könnten. Ich schließe eine Versicherung auf eure Leben ab und eine Versicherung auf das Leben von Darion Palikan. Ihr erwerbt Anteile an der Versicherung. Sollte Darion Palikan sterben, verdiene ich viel Geld. Dieses Geld zahle ich euch im Vorfeld aus für Anteile an seinem Leben. Eine Anleihe. Eine Frage hätte ich. Ein solches Pfand, eine Anleihe, wie ihr es nennt. Wenn ihr sie ausstellt, muss ihr irgendjemand von euch kaufen. Ihr kauft sie. Und ebenso biete ich Darion Palinan Anteile an eurer Versicherung an. Da ist der Haken. Nun, ich bin mir sicher, ihr würdet euch dazu nötigen lassen, eine Summe in den Raum zu stellen. So, ist beispielshalber. 10.000 Dukaten.
nicke bedächtig. Schau zum Boltax hinüber. Wofür jetzt? Also für unser Leben ist das viel zu wenig. Ja, dann würfeln wir auf Handel. Handel? Nicht überreden Falschen? Nee, es ist Handeln. Ja, aber Handel habe ich nicht. Mit Falschen hat das nichts zu tun. Dann mirakelt dir das oder so. Ja, du hast recht, Mirakel. Oder Sudamin, weiß nicht. Ihr hört das, Jalan murmelt ein wenig vor sich hin. Schon darüber nachzudenken. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich hätte aufpassen sollen. Aber wenn du mir jetzt eine Eingebung gibst, ich schwöre dir, das nächste Mal im Tempel sitze ich die ganze Nacht nur in diesem Buch. Wirklich. Ja, dem. Ich muss euch leider sagen, dass wir die gleiche Summe bereits für eine gute Geschichte erhalten haben. Ist die Brumme erschwert, weil er in irgendeinem Unheiligtum stehen oder so? Sein Haus ist kein Unheiligtum, aber okay. Du berührst ihn nicht, also du schließt ihn auch nicht ein mit der Liturgie, von daher, ne, alles okay. Kann ich? Ich weiß, ich kann es mirakeln, denn nirgendwo steht, dass ich es nicht mirakeln darf, aber wie würfel ich das? Doch, ich kriege echte Talentpunkte, also darf ich es jetzt mit diesen Talentpunkten noch aktivieren? Ja, warum nicht? Okay, Walter, dann warte, kriege ich die Hälfte von 11, sind 6 plus 5, kriege ich 11. Mit dem ersten muss ich es aktivieren auf 0, dann habe ich noch 10. Genau. Ich würfel 3W20, ich nehme mal, das geht auf so, das sind 4, ich nehme mal, das geht auf so spannende Dinge wie Klugheit und Intuition. Oder? Intuition, Charisma oder sowas wahrscheinlich. Ja, wird wohl geschafft sein. Es ist erstaunlich, dass er gerade Geld aus dem Nichts zieht. Einfach nur durch dieses Angebot, durch diese Versicherung, die aus dem Nichts kommt. Er macht Geld aus Nichts. Aber er kann noch, irgendwo muss es doch herkommen, irgendwer muss ihm Geld geben. Nicht, wenn er in beide Seiten investiert. Und wenn beide Seiten im Vorfeld in die Zukunft, also du investierst ja in die Zukunft oder du kaufst Geld aus aber der Zukunft. Aber das ist ja egal, die Währung ist ja 100% Gold gedeckt. Irgendwer muss ihm Gold geben. Ja, genau, ich würde gerne mal... Ja, Darion Padigan. Ja, richtig, deswegen sage ich gerade, dass der Haken. Darion Padigan ist also auch in diesem Geschäft involviert. Er zieht also das Geld nicht aus dem Nichts, er zieht es nur aus einer Kreislauf-externen Quelle. Er bekommt es ist kein, moderne, er bekommt ist das, kein er bekommt modernes das, Finanzmittel. Du kannst das Geld nicht einfach durch irgendwelche Tricks erscheinen lassen. Nein, also genau, er lässt es nicht erscheinen. Aber in der Zukunft wird es irgendwie gedeckt werden und dann wird es ihm ausgeschüttet. Du weißt nicht genau, wie das funktioniert. Dafür ist dein Handeln. Du hast aber keine Ahnung, aber das Geld kommt einfach von irgendwo her. Also ja. sowohl von euch, als dann eben auch von Darius. Also egal wie, das Haus gewinnt immer. Und das hat er vielleicht auch in der Arena gemacht. Okay, ich bin jetzt gewillt, einfach whatever zu sagen, mit den Schultern zu zucken und es auf diese Erklärung beruhen zu lassen. Denn ich habe den Faden verloren. Ja. Das ist sein Ziel. Dass nicht mal der Fexgeweihte versteht, was er gerade getan hat. Liegt aber daran, dass Naro zu doof ist, um Fexgeweihten zu spielen und an nichts anderem. Ja, auf die Frage von Zusami liegt er den Kopf schief. Nun, dies bedingt natürlich, dass ihr eine Möglichkeit habt, um Darion Padigan zum Zahlen zu bewegen. Nicke noch einmal bedächtig, blicke wieder zu Boltax rüber. Welche Möglichkeit habt ihr, Darion Padigan zum Zahlen zu bewegen? Es wäre aus unserer Sicht für unsere Investition, damit wir sehen, dass es auch eine valide Investition ist, durchaus interessant. Ein Spieler verrät nie seine Tricks. Nun, aber wir müssen eine Sicherheit haben. Wir können doch keine Versicherung ohne Sicherheit kaufen. Ich schließe eine Versicherung auf eure Leben ab. Anleihen wird jemand anderes bezahlen. Seht ihr? Aber ihr wollt uns die Anleihen dazu verkaufen. Das bedeutet wiederum, dass wir eine Sicherheit brauchen, wenn wir diese Anleihen kaufen. Ha? Ihr versteht? Ich gebe euch jetzt 10.000 Dukaten. Und ihr versichert mir Anleihen auf das Leben von Darion Padigan. Sollte also Darion Padigan an unserer Hand einen unglücklichen Unfall erleiden, während wir am Haken eure Anleihen auszuschütten. Ihr seid gezwungen, ihn umzubringen. Genauso wie er gezwungen sein wird, euch umzubringen. Ich verstehe es nicht, aber wir brauchen das Geld. Ich glaube, der Trick ist, dass wir es später teurer zurückkaufen müssen, falls wir siegreich sind. Also so oder so sind wir gekniffen. Das ist doch alles absurd. Ihr habt nur ein Problem, wenn ihr sterbt. Nein, ja. Dann haben wir kein Problem mehr. Ein Toter kann nichts bezahlen. Tippt sich an seine Nase. Schreiender Gedanke aus dem Off. Versucht er gerade, uns einen Minderpakt anzudrehen? Weißt du nicht. Aber ich hatte schon mal einen Minderpakt. Darf ich ein Gefühl haben? Ich auch. Götter und Kulte.
Götter also, auch nicht, Götter und Kulte. Er sagt einfach gerade, ihr bezahlt am Ende, wenn ihr sterbt, weil dann habt ihr ein Problem. Ich hatte schon einen Tasfarelel Minderpakt. Ja, dann würfel mal. Okay, auf Götter, Kulte. Oh, gut. Talent, sonstige. Komm, ich bin ja ein großer Fan davon, Karma auszugeben. 13 stimmt nicht. Ich habe inzwischen 14. Ich würde die 17 schippen. Vielleicht wird es noch besser. Oder hat keinen Sinn? Ja, dann ist eh besser. Hälfte von 13 ist 7. 7 plus 5 sind 12. Das ist 12. Die Liturgiekenntnis. Das ist nicht die Götterkultur. Ja. Yeah. 12 plus Wissen. Ach komm. 12 plus 7 sind 19. Ich trage das mal schnell hier ein. Ich schipp die 17. Hast du einen Schicksalspunkt, Walter? Ja, natürlich. Okay. Ich habe 12 über. Oh nein, ich hab leider. Willst du damit auch einen Schicksalspunkt benutzen? Ja. Dann los. Dann 9. Hast du wie viel? Damit über? Ist es unterwürfelt. Wie viel hast du über? Dann bin ich überall drunter, das heißt, es kommen 14 raus. Okay, gut, das reicht. Oh, selbst mit Mirakel bin ich schlechter als du. Alter. Ja. Also das, was er eben sagt, ist schwierig. Boltax hat natürlich recht. Wenn ihr sterbt, dann könnt ihr keine Schulden mehr bezahlen. Zumindest im normalen Sinne. Aber so, wie er das eben andeutete, werdet ihr erst recht dann die Schulden bezahlen. Weil irgendwoher muss ja dieses Geld kommen. Oder diese Versicherung. Ihr wisst ja nicht, ob das mit Gold gedeckt ist. Er kann euch Gold auszahlen, aber seine Versicherung kann anders gedeckt sein. Das ist das, wo er Geld aus dem Nichts herzieht.